hier lang. Das ist hier die Konsole. Ist hier noch was? Jetzt gerade nicht danach aus. Aktiviert. Und nachladen. Hier drüben, das ist Behälter. Sieht doch so aus. Genau, nehmen wir noch mit. Schön. Ist hier auch nochmal einer? Nee, aber hier liegt was. Die Relikte stecken wirklich voller Überraschungen. Was ist das? Unser einziger Einblick in eine andere Zivilisation. Wirklich schade, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als sie zu zerstören. Es muss einen Grund geben, warum sie uns bekämpfen. All diese Geheimnisse. In Andromeda geht irgendetwas Großes vor sich, Ryder. Etwas Überwältigendes. Ja. Suchen wir nach dieser Systemabriegelung. Ich möchte euch auch nicht zerstören, aber ihr greift mich ständig an, Leute. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Dieses Gerät? Der Gerät? Okay, wir haben das. Was ist das? Schildladegerät, okay. Oh! Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Ja, benutzen wir den mal. Ich weiß zwar nicht, ob das so gesund ist, aber meine Güte. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Aber dann spielt man doch nicht als Ahnungsloser mit sowas herum, oder wie? Mist, die Leitung ist undicht. Seien Sie vorsichtig. So können Sie auf keinen Fall auf die Konsole zugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf... Entschuldigung. ...keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Ein Handschuh. Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall... ...lieben. Ryder, hier oben! Hi! Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal! Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können sie die Leitung reparieren. Und da sind sie. Ich probier's mal. Wir mal. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Ich weiß nicht, ich will eigentlich Panzerung. Wir hatten hier diese Arme. Cat? Nee. Was haben wir da gefunden? Beine? Brust? Weltraumforschung? Nö. Ja, weiß ich auch nicht, was ich da gefunden habe. Verbrauchsobjekte, Forschung. Oh, geil. Ressourcen. Gut. Probieren wir es eben. Ryder, sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Ich weiß. Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruhm ein. Wir werden sie schon einholen. Mal sehen, ob wir uns einen Weg hier rausgeschaffen haben. Oder noch tiefer rein.
Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wie kommen wir darüber? Wow. Nehmen wir das Ding hier aktivieren, oder? Das Ding geht hier lang, da lang. Der muss hier irgendwo. Hier mit. Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Okay, da hinten geht's auch noch lang. Es ist unglaublich hier. Moment mal. Pflanzen. Hier unten. Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Okay. Was ist das? Okay. Das könnte eine Art Schild links rum. Wollte gerade sagen. Lass mich raten, wir müssen weiter. Hier kommen wir eh nicht rüber. Ah! Oh Gott! Ein Glück, dass ich so wenig gefrühstückt habe. Das ist schon Hammer hier. Wir kriegen Gesellschaft! Oh nein! Mach ihn kaputt! So, zwei weniger. Drei weniger. Vier weniger. Der Rest treibt sich hier unten rum, okay. Ach du Kacke! Es geht kaputt. Sehr schön. Nein. Und da hinten ist noch einer. Alles klar. Irgendwas zum Scannen hier. Reste sind immer gut. Scannen. Da unten ist Munition. Munition ist auch immer gut. Wir laden nach. Kann ich noch mehr mitnehmen? Nee. Okay. Was haben wir hier? Alles klar. Okay. Ich wollte gerade sagen, was ist dein scheiß Problem, Junge? Hier ist ein neues Ding. Ist auch nochmal. Pflanze. Chlorophyll. Du sorgst wahrscheinlich, dass wir. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Ich will aber nicht zurück, ich will hier lang. Ich will nicht zurück! Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Oha, nicht gut. Ach, das wird schon. Sie sind... Nein. Das war nur das Licht. Jetzt reagiert's. Sehen Sie, nichts passiert. Ich glaube noch nicht dran.
Ah, verdammt! Schon okay. Kein Problem. Das weiß ich doch. Schnell weg hier. Ich will hier weg! Das macht mir zu viel Angst. Wir haben das Ding aktiviert. Genau, jetzt können wir hier hoch. Beobachter, Sie kommen auf uns zu! Die Dinger erinnern mich an die Squiddies aus Matrix. Die Oktopoden-Roboter. Vielleicht werden die auch irgendwie im Zuge eines riesengroßen Computerprogramms. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Danke. Nein! Oh Gott. Ganz schön rutschig hier. Ja. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache. Wir haben einen Weg zur... Wow! Weg mit dem Dreck! Das klingt, als hätten wir es geschafft. Nachladen. Krieg ich die Tür auf? Nee. Irgendwas anderes hier? Da geht's weiter. Okay, 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 okay. Aber sonst ist ja nichts, ne? Hier unten vielleicht? Sieht nicht so aus, ne. Dann springen wir. Komm schon, gib mir das. Wunderbar. Wir scannen noch mal eine Runde. Baum kann ich auch nicht scannen, obwohl. Nee. Kenne ich schon. Der ist Überreste, die nehme ich auch mit. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Gibt es hier oben was? Sieht gerade so danach aus, ne? Von hier oben aus kann man den das scannen? Nee. Okay. Wäre nur lustig gewesen, tatsächlich. Na, alles klar. Mit Jetpacks, das ist die ganze Zeit schon zu weit, deswegen bauen wir hier diese Kacke auf. Und die geile Brücke. Ja, Mann. So, da willst du rein. Da will ich nicht rein. Gucken wir uns noch schon mal schnell um. Ah! Fuck you. Hier muss ich's doch. Das alles hier ist riesig und wunderschön. Irgendwie ja. Ist hier ein extra Weg oder sowas? Geheimgang? Nee, ne? Muss ja immer mal so ein bisschen schauen. Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Erregung. Nah dran sein. Ich sag's dir, es ist Erregung. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich auch nicht. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Relikt-Schild, okay. Hier kriegen wir Heilung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich das Ding drücken? Ich drück das Ding. Ja, was kann es? Was macht es?
Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Nehmen wir einen mit. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch mittendrin sein. Sollten wir. Lauf! Hebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Acht! Entlüftungsöffnung! Ich hab mich umgesehen. Warum hab ich mich nur umgesehen? Scheiße! Das ist zu weit für einen Sprung. Haben Sie noch eine Brücke in petto? Schon geöffnet. Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Ha! Ich weiß, Sam! Lauf, 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 lauf! Scheiße auf! Ah! Ein weiterer Gravitationsschacht! Er könnte sonst wohin führen. Ist mir egal! Er führt von hier weg! Wir nehmen ihn! Es ist immer noch aktiv! Er säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht! Ja, hoch mit euch! Hoch, 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 hoch! Folgt ihr mir? Freunde! Ach, zum Glück, ey. Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Ach du Scheiße. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Was war das Optionale? Baby. Ich habe nicht drauf geachtet. Nicht schießen, laufen. Los. Los, los, los! Hans, direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie rührt sich nicht! Entriegeln Sie sie! Ah, komm schon! Verbindung zur Oberfläche her. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Alter! Was war dieses Feld? Es hat vielleicht das Gewölbe gereinigt oder uns gejagt. Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Wir müssen vorsichtiger sein. Dieses Feld hätte uns beinahe zersetzt. Ja. Hat es aber nicht. Freuen wir uns also über das coole Gewölbe, das Sie aktiviert haben. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Wow. Hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein? Möglich, aber ach, warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie?
möglich ist, ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt sagen, aber wir können darüber spekulieren. Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Was ist das? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Sammle alle Daten ein. Gehen wir an die Oberfläche. Ich will alles wissen. Ich brauche frische Luft. Alter Vater. Danke. Oh, was haben wir da gerade erlebt?